In der Kathedrale erwartet uns eine weitere Welt und ein weiterer Computer. Vor dem Zeitalter des Chaos gab es andere Götter, alte Götter. Aber trotz all ihrer Macht konnten sie ihre Welt nicht retten. Deshalb wurde ich erschaffen. Und ich werde diese Welt bis in alle Ewigkeit wahren, für dich und alle folgenden Generationen. Dies ist meine Aufgabe. Aha. Ein Gott, der glaubt, er wird für immer Gott bleiben. Papa ist mächtig, das glaube ich ihm. Wie kann ich an das Rätsel rein? Ist das Absicht? Das wollte ich eigentlich den Computer machen, dann hat Papa angefangen zu reden. Jetzt schreiben wir erstmal was in die Wand. Erstmal eine Nachricht hinterlassen. Das hier habe ich in circa 20 Sekunden gelöst. Mach mal hinne, sagt der liebe Zwergesel. Ich möchte jetzt einen Sprung da reinwagen. Der Sprung der Hoffnung. Wetterspitze. Ja, von wegen Hoffnung. Papa hat mich hier in eine Sackgasse geschickt. Hier geht's nimmer raus. Zurückspulen ist, glaube ich, wenn eine neue Version von mir entsteht. Okay, ich wollte den Computer lesen, bevor ich hier Rätsel löse. Aber das Level ist ganz nett. Gefällt mir ästhetisch sehr gut. Oh, noch so eine Nachricht. Oh, zu viel Zeug. Ich will noch Rätsel lösen. Es scheint so, als ob meine Unbereitschaft, mit einem Computer über Semantik zu diskutieren, ihn verärgert hat. Und jetzt weigert er sich weiter, mit mir zu reden. Elohim ist hoch erfreut, was wirklich nicht meine Absicht war. Elohim freut sich, weil du sein Geschwätz geschluckt hast. Die Stimme des Zweifels ist deine einzige Verteidigungslinie. Dog gegen Sheep. Harter Kampf. Will er auch nicht mehr mit mir reden? Tatsache. Eintrag 437. So wie jeder andere auch, diese letzten Tage wollte ich nur Tschüss sagen und danke, dass ihr meinen Blog so viele Jahre lang gelesen habt. Es hat schon Spaß gemacht, oder? So viele ernsthafte Diskussionen, so viel Philosophie. Okay. Hauptsächlich waren es Katzenbilder und dumme Wortwitz. Aber trotzdem. Irgendwie bereue ich es, so viel Zeit am Computer verbracht zu haben. Nicht die Zeit, in der ich tatsächlich was gemacht habe, sondern alles rumsitzen, meine E-Mails eine Million Mal checken, nutzlose Updates von Menschen, die ich nicht mal leiden kann, zu lesen. Aber ich bereue nicht, dass ich so Freunde gefunden habe oder wie viel Spaß wir zusammen haben. Ihr seid allesamt gute Menschen und ich bin froh, euch zu kennen. Ein schönes Ende der Welt wünsche ich euch. 12 Kommentare. Lol, what? Ja, das wäre eigentlich ein wunderbarer Abschluss für meinen Channel, oder? Hey, Arianas Blog. Heilige Heuchelerei, Batman. Irgendwas mit Gott und demütig. Dritte Theorie. Ältere Generationen scheinen um der späteren Willen ihr mühseliges Geschäft zu treiben. Aha, um eine Stufe zu bereiten. Und das Bauwerk höher zu bringen. Irgendwas von Immanuel Kant. Alles so rätselhaft. Eine Tiergattung soll Vernunft haben. Nee. Zu viel Philosophie für mich. So viel schaffe ich nicht in einem Tag. Hören wir uns lieber an, was die liebe Alexandra zu sagen hat, während wir das erste Rätsel lösen. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Antworten, an die ich glaube, zu einfach sind. Wird es uns je möglich sein, die Kluft zwischen unseren Körpern und unserem Verstand zu verstehen? Wie viel von uns ist Natur und wie viel Erziehung? Wenn ich meine geistigen Fähigkeiten und mein Wissen in einer Maschine reproduziere, wäre diese Maschine dann ich? Wäre sie ein Mensch? Und was wäre mehr ernüchternd für mein Ego, wenn die Antwort ja wäre oder nein? Was ist, wenn ich zu viele Annahmen treffe? Aber ich habe nicht genug Zeit, mir über mein Ego Gedanken zu machen. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Wäre eine Maschine, die so denkt wie ich und alle meine Erinnerungen hat, ich? Das ist eine spannende Frage. Nette Skybox. Gibt's die auch in grün? Okay, hier bräuchte ich lediglich den Hebel umzulegen.
und Strom zu besorgen, um das Ding anzuschalten. Da ich den Hebel habe, denke ich mal, ich möchte ihn nicht sofort aktivieren. Dann haben wir da drüben was gejammt, was wir auch mit dem Button hätten öffnen können. Ach ja. Was wir auch mit dem Button öffnen sollten, entsprechend. Und dann mit dem Jammer was anderes jammen. Dieser Jammer, der sich hier versteckt und nicht weiter benutzt werden... Ups. Nicht weiter benutzt werden kann. Ich habe gar nicht geschaut, wann ich die Aufnahme angefangen habe. Das müsste so... Okay, vielleicht so für 5 Minuten oder so. Gut, hier haben wir den und da ist das Puzzleteil. Da ist das Puzzleteil. Wow. Wow. Da muss man erstmal hinkommen mit dem ganzen Strom. Das ist ja fast schon so, als müsste ich das von außen reinlenken. Von da drüben oder so. Geht aber auch nicht. Okay, das könnte ein bisschen komplizierter werden, als ich es mir vorgestellt habe. Schauen wir doch erstmal, was wir hier alles aktivieren können. So, also mal angenommen, ich stelle das Ding... Warum kann ich denn eigentlich die Dinger hier aufmachen? Hat das irgendeinen Zweck? Ich stelle das Ding da drauf und mache den Ventilator an. Fliegt das hoch und könnte mir wahrscheinlich zu dem zweiten Ding hier Strom liefern. Das ich dann am liebsten hier drüben aufstellen würde. Ja, da hätte ich Sicht drauf. Das würde also gehen. Das einzige Problem, das ich noch habe, ist, dass ich irgendwie hier hinkommen muss. Und der Sprung von da drüben scheint mir ein wenig zu weit zu sein. Als Alternative könnte ich auch versuchen, den Jammer rauszuschmuggeln. Das wäre mal wieder eine schöne Lösung. Den Jammer da irgendwie durchkriege. Da sehe ich aber noch nicht, dass das irgendwie gehen könnte. Das ist wahrscheinlich auch nicht vorgesehen. Naja, also mit einer Kiste käme man hier nicht ganz drüber, nehme ich mal an. So, das heißt, ich muss irgendwie temporär hier was drauflegen, damit das da hinten offen ist und ich das Ding da platzieren kann, so wie es sich gehört. Und dann könnte ich entsprechend... Okay, Frage, kann ich diesen Button irgendwie remote umlegen? Wahrscheinlich nicht. Also hier wäre die Annahme, ich gehe das dahin, das da dran und stelle den Kram ungefähr hier ab. Und jetzt kann ich das da drauf stellen. Das da mit allen Verbindungen nehmen. Hochfahren, dann wäre der Stern drüben erreicht. Ist das bald da dran? Ach, wirklich, wirklich. Ah, das ist ja auch noch blau. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das habe ich voll übersehen. Das müsste ich ja auch anschließen können, oder? Das müsste ich ja auch anschließen können. Einfach mal die Multi-Verknüpfung schlechthin. Ja, perfekt. Ja, man sollte immer gut hinschauen, was man eigentlich alles hat. Damit wäre diese Sache erledigt. Muss nur noch da drüben den da richtig platzieren. So zum Beispiel. Ja, viel besser. Gut, also das kann auch sicherlich für einen Stern verwendet werden. Das ist nämlich weithin sichtbar. Das fliegt sehr hoch. Schauen wir mal hier drüben rein. 3 kleine Konnektoren und ein Ventilator. Hey, das hatten wir doch gerade eben schon. Verarsch mich doch nicht, du Spiel. Also da sehe ich das Puzzleteil. Einfach nur auf dieser Anhöhe. Okay. Eine Kiste würde vollkommen reichen, um daran zu kommen.
Und kann man hier ein Gewicht drauflegen und hat den zweiten der drei kleinen Konnektoren. Und dann kommt man hier durch, kriegt ein Kistchen. Ein Kistchen. Habe ich gerade gesagt, das reicht schon, um da hochzukommen? Das war grob. Das reicht nicht ganz. Aber es ist verlockend nah. Verlockend nah. Hup, hup. Ich bräuchte noch zwei weitere Kisten. Okay. Aber im Ernst, ich muss ziemlich sicher die Kiste da drauf stellen. Dann kriegen wir Strom hier rum. Ja, sieht mal an, hier haben wir ein Fenster. Das ist gut zu wissen. Das werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Hier haben wir auch ein Fenster. Und mal gucken. Und dann haben wir da einen Jammer. Hinter dem nächsten Connector. Gut. Da ich das Fenster hier benutzen konnte, brauche ich eigentlich den mittleren Connector nicht mehr. Ich brauche den ja auch nicht anzuschließen. Den mittleren Connector brauche ich dann nur kurzzeitig, um hier nochmal reinzukommen. Und dann kann ich den ersetzen durch diesen hier. In der richtigen Position aufgestellt. Was bedeutet, dass ich dann auch hier durchkomme? Lass uns jetzt wieder hier relativ 0815 eine Logik abklappern. Okay, ein Kistchen. Das wäre die zweite Kletterkiste. Das ist jetzt eigentlich immer noch nicht genug, um hochzuklettern. Das Ding müsste ich jammen, dann wäre ich durch. Das Ding ist nur, ich krieg den Jammer nicht auf die andere Seite, außer ich krieg den roten Strom hier hin. Angenommen, das geht mit dem roten Strom, dann müsste der irgendwie hier vorbeikommen. Da gibt es aber keine Fenster. Das heißt, er müsste durch dieses Zickzack-Ding hier durchkommen, was sich eher schwer gestalten sollte. Ne, wir müssen hier dran Strom kriegen. Also müsste irgendwie hier ein Connector stehen. Anders geht's ja kaum. Und der wiederum müsste gespeist werden von einem Connector, der irgendwo hier steht. Das wirkt jetzt alles schon recht kompliziert. Andererseits haben wir den Jammer. Also vielleicht ist das möglich. Das muss man gerade ausprobieren. Ja, nee, aber ich bräuchte ja noch einen extra. So, das Level hieß drei Konnektoren und ein Ventilator. Wo ist denn der Ventilator? Der Ventilator wäre jetzt echt hilfreich. Das reicht auch nicht ganz, um hier rüber zu klettern, ne? Okay, also wenn ich irgendwo eine Aufstiegsmöglichkeit habe, kann ich mit meinen beiden Kisten klettern. Das wirkt ja fast schon, als käme man da rum. Sehr verlockend. Und ohne Aufstiegsmöglichkeit müsste ich mir überlegen, ob ich den Laser irgendwo höher platzieren kann, um da rumzukommen. Fehlt das letzte Stückchen. Ich probiere das gerade mal, weil das so verlockend aussieht. Ich hier runtergehe. Wenn ich jetzt eine Kiste dabei habe, komme ich dann da wieder hoch. Ich kann hier natürlich nicht mehr ausprobieren, ne? Jetzt habe ich es schon ruiniert. Ich lebe ja noch. Spannend. Oh, okay, ich lebe nicht mehr. Unter dem Ventilator. Der Level heißt unter dem Ventilator. Erzähl mir nichts, der ist kein Ventilator. Spiel, du verarschst mich schon wieder. Ach nee, da ist tatsächlich ein Ventilator. Ups.
Wow, Blindheit und so. Da ist ja tatsächlich ein Ventilator. Ja, dann ist ja gut, dass ich zurückgespult habe. Okay, also machen wir den ganzen Versuchsaufbau nochmal. So. Und die Kiste holen. Die Kiste da drauf stellen. Anstelle des Connectors. Dann temporäre Lösung, um hier durchzukommen. Zack. Den nächsten Connector holen. Permanente Lösung, um alles aufzukriegen. Steht hier. Den Connector da drüben wiederholen. Das ist alles leicht. Der Connector kommt dann hier hin. Dann bekomme ich meinen Jammer hier. Mit dem Jammer komme ich jetzt zurück zum Start. So, welchen dieser Konnektoren möchte ich wegnehmen und auf die Kiste stellen? Das ist die Frage. Im Idealfall kann ich möglichst viel damit abdecken. Also das kann ich öffnen. Und das da drüben kann ich öffnen. Mal ausprobieren. Wie gesagt, das da drüben. Und das. Und das. Und das. Und dann da drauf. Brauche ich jetzt noch einen temporären Konnektor, nur um es anzuschließen? Are you kidding me? Das ist so viel Zeitverschwendung. Da ist ein mein Connector. Du willst das da öffnen, du willst das da öffnen, du willst das da und das da, und dann möchte ich dich da hinstellen und du... Ich brauche meinen Jammer wieder, darf ich nicht vergessen, habe ich schon vergessen, den kann ich hier nicht einfach allein lassen, den werde ich noch benötigen möglicherweise. Ich weiß noch nicht, auf welcher Seite des Tores. So. Hier ist die Kiste. Das hier nehmen wir kurz ab und stellen es hier hin. Hier hin. Kiste da drauf. Das da drauf. Und. So, jetzt fliegt das von selbst. Alles klar. Ich habe gar nicht die zweite Kiste geholt. War vielleicht ein Fehler. Ja, ja, war's. War ein Fehler. Und zwar ein doofer, weil ich jetzt hier vorne nicht mehr durchkomme. Genau. Ach, wie blöd kann man denn sein? Obwohl, das kann ich vielleicht noch richten, wenn ich das da drauf stelle und den von innen jamme. Ja, okay, das kann ich richten. Okay, Jammer. Dann kann ich das hier jammen. Ich muss ja jetzt nur noch vorwärts, das ist immerhin ein Vorteil. Hopp, hopp. Und dann kann ich das war so ein Level, da musste man den richtigen Ansatz finden. Und zwar den Ventilator, den ich mal auch sehen kann am Anfang. Und danach ist er nicht so schwer. Wo
Vorausgesetzt, ich habe jetzt hier gute Sicht da drauf. Was ich nicht habe. Aber ich kann es ja auch mit dem da machen. So, habe ich die zweite Kiste gar nicht gebraucht. Hehe. Das war sozusagen Hard Mode für das Level. Gut, was sagt die Zeit? Oh ja, ich sollte, glaube ich, die Folge an dieser Stelle beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das habe ich schon gelesen, ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!